Aufstand in Frankreich, Putsch, Rebellion. Kommt es wirklich zum Coup d'État der Militärs in Frankreich? Soll gar die Fremdenlegion es richten? Ja, was mich ein bisschen überrascht hat, ist zu hören, ja, dass es hier im deutschen YouTube-Bereich so viele Experten in Sachen französisches Militär und Fremdenlegion gibt. Wusste ich gar nicht. Plötzlich kommen sie raus aus ihren Löchern, die Experten. Ja. Aber das ist halt auch Mode. Modeerscheinungen. Aber das ist ja gut so. Ja, hallo Kameraden, hallo Freunde, hallo Soldaten. Heute beziehe ich mich auch auf die Soldaten. Ich grüße euch. Wie geht's euch denn? Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und in Sicherheit. Das ist schön. Heute gehe ich mal ein Thema an, das mir im Gesicht steht, wie meine rechte Faust auf mein linkes Auge. Es geht um Militär in Frankreich. Es gehen aktuell auf YouTube und anderswo im Internet, auf den verschiedenen Social Media Plattformen, Gerüchte rum, dass eben ein General ein Ultimatum an Präsident Macron gestellt hätte, 48 Stunden, und wenn du dann nicht reagierst, ja, wenn du dann nicht auf unsere Aufrufe reagierst, in den Quartiers, in den Banlieues, in den Ghettos, in den Bannmeilen für Ordnung zu sorgen, dann werden wir sowas wie einen Putschversuch unternehmen. Und da möchte ich natürlich drauf eingehen. Und dann gehen noch Gerüchte rum, dass ganz vorneweg diese Einheiten, die da den Putsch veranstalten, die Fremdenlegion sein würde. Und da tut sich die Frage auf, die Frage wurde auch oft an mich herangetragen, Thomas Gast, würde die Fremdenlegion mitmarschieren, wenn jetzt die Generäle zum Putsch aufrufen und wir müssten rein in die Banlieues, um dort aufzuräumen. Das flasht mich ein bisschen zurück. Vor 2 Jahren gab es nämlich einen Aufruf von mehreren Generälen, das war der Brief der Generäle oder La Tribune des Généraux, und da haben eben ganz oben an der Spitze standen 2 Generäle aus der Fremdenlegion, die ich sehr gut kenne. Und da haben diese Offiziere halt dazu aufgerufen, dass das Militär rein muss in die Banlieues, in die Bannmeilen, um dort mal kräftig aufzuräumen. Ja? Und gut, was ist dran an diesen Gerüchten? Was halte ich davon? Was hat Thomas Gast gemacht, als ihm zu Ohren kam, dass eben so ein Putschversuch im Raume stand? Das Erste, ich habe zum Telefon gegriffen und habe verschiedene Leute in Frankreich angerufen. Dann habe ich ein paar Mails verschickt und ich habe auf verschiedenen Social Media Plattformen noch ein paar Messages rein verschossen in die Luft, in den Äther hier. Und jetzt warte ich auf Informationen, auf das Feedback meiner Quellen, und dann kann ich euch sagen, wo wir denn stehen, was denn tatsächlich der Wahrheit entspricht und was nicht. Ich persönlich halte genau dieses Gerücht, dass eben ein General den Herrn Macron die Pistole an die Stirn drückt und sagt, du pass auf, 48 Stunden, sonst machen wir einen Putsch, hast du Zeit, sonst machen wir einen Putsch. Ich halte das fast für ein Ding der Unmöglichkeit. Ja? Warum? Weil dieser General, egal um wen es sich handelt, ob es ein Aktiver ist oder ein General im Retret, in der Rente, sofort hinter schwedische Gardinen landen würde und sein Gefolge mit ihm. Das ist ganz normal. Frankreich ist ein Rechtsstaat. Ja, und was da passiert mit dieser Aufforderung oder mit dieser Putschinitiative, das verletzt die Rechtsstaatlichkeit, und da sind die Franzosen knallhart. Da müsste Macron diesen Herrn ganz einfach hinter schwedische Gardinen schicken. So einfach ist es. Jetzt werden sich einige von euch fragen, ja, aber Thomas Gast, wer bist du denn, der da mitreden kann? Ja, über Offiziere, über Militär, über Einsatz von Fremdenlegion eventuell. Die Sache ist einfach, ich war selber 17 Jahre lang in der Fremdenlegion. Ich habe mich 1985 beworben, wurde genommen, verbrachte meine ersten 2 Jahre in Französisch Guyana, ja, im Dschungelkampfregiment der Fremdenlegion, wurde dort Kaporal, dann ging es ab zu den Fallschirmjägern der Fremdenlegion, das Deuxième REP, Deuxième Regiment Étranger de Parachutiste, das ist in Korsika, in Calvi, im Camp Rafali, und dort verblieb ich weitere 15 Jahre. Ja, ich war einerseits französischer Militär, Fremdenlegionär, und andererseits habe ich 17 Jahre lang in Frankreich gewohnt, denn Guyana gehört zu Frankreich. Das ist ein Departement Outre-mer. Ja? Also aus der Warte heraus kann ich natürlich, und ich war Unteroffizier, ich war Hauptfeldwebel, muss man ja auch dazu sagen, ja, Adjutant.
Aber selbst einen Zug unter meine Fuchtel gehabt, war Zugführer, war dann später Maître de Tir, war also im Stab tätig. Ja, rechts von mir saß dann im nächsten Büro der Chef de Corps, der Regimentskommandeur, und mir gegenüber der Chef de BOI, der S3-Offizier. Und da kriegst du natürlich schon einiges mit, ja, auch von der Mentalität gewisser Offiziere. Gut, und aus der Erfahrung heraus rede ich heute zu euch. Ja. Mal schauen. Aus der Erfahrung rede ich heute zu euch. Gut, was würde passieren, wenn jetzt zum Beispiel die Armee putschen würde? Würde die Fremdenlegion da mitziehen? Was denkst du denn, Thomas? Das ist die Frage, die mir gestellt wurde. Nun, zunächst mal muss ich sagen, dass die Fremdenlegion, vielleicht einige von euch kennen die Fremdenlegion nicht, die Fremdenlegion ist ein, man könnte sagen, ist ein Corps d'Armee, ein eigenständiges Corps d'Armee, das aber integriert ist in die Armée Française, in die französische Armee, ja, im Heer der französischen Armee. Und dieses Corps d'Armée ist 8500 Mann stark. Es handelt sich um, man kann sagen, Elitesoldaten, auf jeden Fall aber um Zeitsoldaten. Es sind aber keineswegs, wie viele behaupten, Söldner. Nein, auf keinen Fall. Das stimmt nicht. Dem widerspreche ich ganz vehement. Ja? Und dieses Corps d'Armée, diese 8500 Männer, werden von französischen Offizieren befehligt. 10% weniger, das heißt 90% der Offiziere der Fremdenlegion sind Franzosen, Français de Souche, ja, und 10% kommen aus unseren eigenen Reihen. Das heißt, die haben einmal das Capi Blanc getragen. Die haben als einfacher Legionär begonnen, wie ich auch. Ja. Die kommen aus Schweiz, Österreich, Schweden, Russland, Ukraine, United States of America, Australien, was weiß ich. Haben sich in der Legion beworben, Legion hat sie genommen. Sie wurden dann, gingen dann alle Dienstgradstufen hoch, bis eben rein in die Dienstgrade der Offiziere. Ja. Gut. Wie ist meine Einschätzung dazu? Hier fliegt irgendwo ein Hubschrauber rum, den würde ich gern sehen. Ja, wie ist meine Einschätzung dazu? Es gibt ja unseren Ehrenkodex. Und der erste Paragraph des Ehrenkodex heißt folgendermaßen, oder lautet folgendermaßen: Légionnaire, tu es un volontaire, servant la France avec honneur et fidélité. Ja, da drüben fliegt er. Ach, ein Buffalo. Also nochmal, ich komme nochmal zurück. Légionnaire, tu es un volontaire, servant la France avec honneur et fidélité. Légionnaire, du bist ein Freiwilliger und du dienst Frankreich mit Ehre und Treue. De facto wird ein Legionär, theoretisch, allen Befehlen folgen, die ihm von seinem Vorgesetzten gegeben werden. Das ist die Theorie. Aber wir haben da zwei verschiedene Worte und das ist Ehre und Treue. Wenn es an die Ehre geht, da kann ich sagen, dass das, was von einem Legionär erwartet werden würde, da reinzugehen in die Banlieues und vielleicht seine Waffe gegen Zivilisten zu richten, das glaube ich, dass ein Schuss ist, der nach hinten losgeht. Ja? Denn auch ein Legionär, der hat sehr viel Ehre in seiner Brust und ich glaube, das würden die meisten nicht machen. Ich komme nochmal im Einzelnen darauf zurück. Das mit der Treue ist auf jeden Fall gegeben. Ein Legionär ist treu. Aber eins muss man wissen, und zwar, die Fremdenlegion war per se eine, ist ja die Feuerwehr der Armee Française, ja, eine Armee, die aufgestellt wurde, um im Äußeren, das heißt im Ausland, in Frankreichs Kolonien eingesetzt zu werden. Die hat im Inneren nichts zu suchen. Außer vielleicht Arbeiten, wie wir sie damals gemacht haben, bei Katastrophenhilfe und so weiter, Überflutung, Waldbränden und so weiter. Wenn wirklich die Nation in großer Bedrängnis war, da helfen wir gerne im Inneren, haben wir oft gemacht, oft bewiesen. Oder wie zum Beispiel 95, wie auch ich mit meiner Einheit in Paris unten in der Metro Streife gelaufen bin. Das ist aber weit entfernt von der Idee, jetzt mit der Waffe reinzugehen in die Banlieues, um dort vielleicht die Waffe auf Zivilisten zu richten. Nein. Jetzt gehen wir mal die Dienstgrade durch. Ja? Denn da ist es alles noch ein bisschen verschoben. Offiziere, wie ich die Offiziere kenne, die französischen Offiziere kenne, und ich kenne derer sehr viele, vom Vier-Sterne-General bis runter zum noch rotbäckigen Leutnant, würde ich sagen, dass von den 90% der Offiziere der Legion, 10% ist ja unser Anteil, von diesen 90% würden 95% den Aufruf und dem Aufruf ihrer Führer folgen und sie würden alle Befehle ausführen, die sie bekommen. Denn diese Offiziere, das sind Patrioten. Das sind
Mehr noch als Patrioten, das sind Nationalisten. Ich meine das jetzt nicht übel oder in einem schlechten Tonfall oder so, wie man das vielleicht auslegen könnte. Nationalisten hat ja mal so einen Rechtsklatsch, das meine ich nicht. Vielleicht auch, vielleicht sind einige dabei, sicherlich sogar. Aber ich meine das wirklich jetzt von der Sparte her, Patrioten, das sind Patrioten. Und zwar richtig gute Patrioten. Die wissen mehr, die haben mehr Wissen, was Frankreich anbelangt und was Frankreich, in welcher Lage sich Frankreich befindet im Augenblick, in welcher Schräglage, als die meisten Zivilisten. Und von daher würde ich sagen, da wir es hier mit astreinen Patrioten zu tun haben, würde ich sagen, und ich denke, meine Einschätzung ist richtig, dass 98% aller Offiziere dem Aufruf folgen würden und die würden da mit ihren Truppen reinmarschieren, um eben alle Befehle auszuführen, die sie bekommen würden. Jetzt gehen wir mal runter zu den Mannschaftsdienstgraden. Von den Mannschaftsdienstgraden glaube ich, dass 90% aller Mannschaftsdienstgrade ihren Offizieren folgen würden. Die 10%, die das nicht machen würden, das wären Legionäre, die eben sehr sensibel sind, die ein bisschen nachdenklicher sind, die alles von mehreren Seiten betrachten, die nach innen reflektieren und die auch vielleicht eine künstlerische Ader haben, die vielleicht aus dem intellektuellen Milieu kommen und die da einfach sagen, nee, für sowas werde ich nicht bezahlt. Ja? Und da muss ich denen auch teilweise recht geben. Jetzt kommen wir zu den Unteroffizieren und da sieht die Sache nochmal ganz anders aus. Ich denke nämlich, dass gerade hier bei den Unteroffizieren, bei den länger gedienten Unteroffizieren, es sehr viele geben wird, die da sagen, nein, stopp, wir machen da nicht mit, wir richten unsere Waffen niemals auf Zivilisten. Ja? Das hat jetzt nichts mit einem Verlust von Treue oder mit Verrat zu tun, sondern das hat wirklich was mit deren Ehre zu tun. Nein, wir richten unsere Waffen nicht auf Zivilisten. Niemals, auch wenn diese bewaffnet sind. Nein, das machen wir nicht. Ja? Das sind unsere Bürger und unsere Bürger würden wir schützen und nicht auf sie einprügeln. Ja, das machen wir nicht. Denn gerade unter diesen Unteroffizieren, da hast du sehr, sehr viele, die wahnsinnig viele Einsätze hinter sich haben, ja, ob im Irak, ob in der Elfenbeinküste, ob in Afghanistan, ob in Mali, ob anderswo, egal wo auf der Welt. Ja, die haben sehr viele Einsätze hinter sich und die kämpfen mit einem Ehrenkodex in der Brust, der ausschließt, dass man auf alte Menschen schießt, dass man auf wehrlose Menschen schießt, der ausschließt, dass man auf Zivilisten allgemein schießt, ja, und dass man eben das Metier, die haben im Kopf noch die Idee, dass das Metier Soldat eine Ehrensache ist, eine noble Sache ist. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich habe jetzt von 90% gesprochen, also 90% der Unteroffiziere, glaube ich, würden da sagen, nein, machen wir nicht. Und die 10%, die es dann doch machen, das wären dann vielleicht die, die sich sagen, okay, jetzt bin ich 24 Jahre dabei, mir fehlt noch ein Jahr, dann kriege ich meine Rente. Hurra, die ganze was kostet die Welt, die will ich nicht aufs Spiel setzen, also Augen zu und durch. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt stelle ich mir nämlich den Soldaten vor, den Unteroffizierssoldaten, der meinetwegen aus Polen kommt, aus der Tschechei, aus Indonesien, von den Philippinen, ja, und so weiter. Ich erspare mir den Rest. Die würden, wenn sie es denn bis zur Rente machen, unwahrscheinlich viel Kohle kriegen oder verhältnismäßig zu dem Einkommen, was sie in ihrem Land generieren würden. Ja, in Polen, in der Tschechei, in Indonesien, in Thailand und so weiter. Das heißt, die würden dann wirklich vielleicht die Zähne zusammenbeißen, also 10% aller Unteroffiziere, und sagen, nee, jetzt habe ich es bis hierher geschafft, ich möchte meine Rente bekommen, mir fehlt noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, das setze ich mir nicht aufs Spiel. Ja? Das setze ich mir nicht aufs Spiel. Also, wie gesagt, Augen zu und durch, hurra, die ganze was kostet die Welt. Man kann es ihnen nicht verübeln. Aber ich wäre dann derjenige Unteroffizier, der auf jeden Fall und zu 1000% sagen würde, nein, ohne mich. Ich bin Soldat, ich habe eine Ehre in meiner Brust und ich werde nicht auf irgendwelche Zivilisten schießen. Egal wie diese Zivilisten aussehen, wo sie herkommen oder was gerade passiert. Das sind unsere Bürger, die haben französischen Pass und wie gesagt, never. Das sind keine Kombattanten, wir sind nicht auf Augenhöhe, denn ich habe Soldatenehre und mein Gegenüber, der muss auf Augenhöhe mit mir sein, der muss die gleichen Möglichkeiten haben wie ich und dann können wir in den Kampf ziehen. Ja? Auge in Auge, das ist fair. Ja? Aber einfach reingehen mit Machine Gun und Sturmgewehr in die Banlieues und sich mit Teenagern anlegen, sopp, negativ. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So, und jetzt komme ich mal wieder runter von meiner Wolke 7, habe mich gerade ein bisschen in Rage geredet. Ja, weil dieses ganze, ja, Legion im Einsatz in den Banlieues, das
Ich bin da total dagegen. Ich bin da total dagegen. Also im Resümee. Ich habe von diesem Putschversuch gehört. Ich informiere euch zur rechten Zeit. Ich halte es für Fake. Fremdenlegion, die Offiziere oder 90% der Offiziere würden Befehle ausführen, wenn dieser Befehl heißt, voilà, wir gehen da rein in die Banlieue. Die Mannschaftsdienstgrade zu 90% oder zu 80% oder zu 90% würden sicherlich auch mitmachen. Die würden dem Ruf ihrer Chefs folgen. Wobei ich mich da sakrisch täuschen kann. Aber ich gehe schwer davon aus, dass 80% aller Unteroffiziere und die Unteroffiziere, das ist das Rückgrat der Legion, hier sagen würden, never. Das geht uns gegen unsere Ehre, gegen den Ehrenkodex. Da machen wir nicht mit. Ja? Gut, ich denke, ich habe jetzt genug gebabbelt. Zwei Sachen wollte ich euch noch rüberbringen. Zunächst mal, es geht ja wieder um die Sache Urban Survival, Banlieue, das sind gefährliche Orte. Es kann auch bei uns jederzeit dazu kommen, dass eben der Mob auf der Straße tobt, dass es gefährlich ist, wenn du da raus musst, dass du dich organisieren musst, dass du nicht mehr weißt, wo du Wasser herkriegst, Nahrung herkriegst, weil die Supermärkte brennen, weil keine Tankstelle mehr offen hat, weil kein Cash mehr aus der ATM-Cashmaschine kommt und so weiter. Ich erspare mir den Rest. Ich habe hier ein gutes Buch geschrieben, Urban Survival, und dieses Buch, das hilft euch, in solchen Situationen über die Runden zu kommen. Ja? Und es ist geschrieben worden von einem Profi, von einem, der sich auskennt. Ja? Voilà. Die zweite Sache ist, in der Beschreibung dieses Videos findet ihr einen Link. Das ist mein Merch-Link. Klickt den mal an, schaut, ob ihr da was für euch findet. Ich wäre dankbar, wenn ihr auf diese Art und Weise meinen Kanal unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch ein geiles Leben. Ich wünsche euch, na, wie sage ich immer, die geilen Champagnerfäden. Bleibt alle gesund. Ich wünsche euch Sicherheit da, wo ihr seid. Und auf Schwedisch würde ich jetzt sagen, tschüss, visiers, amitié, legionär, euer Thomas Gast. Bye, bye. Ich melde mich ab. Thank you.